Servus! Ihr macht jetzt bald euer Abi oder euren Abschluss und wisst noch nicht genau, wie es danach weitergeht? In diesem Video gibt's ein paar Tipps, um da mehr Klarheit zu bekommen. Wenn ihr noch nicht wisst, was euer Ding ist, erstmal ganz wichtig, macht ganz viele Erfahrungen. Das könnte zum Beispiel heißen, dass ihr nach dem Schulabschluss erstmal verschiedene Praktika macht, einfach um zu gucken, was euch daran gefällt und was nicht. Schaut am besten mal in eurer Stadt und in eurem Bekanntenkreis rum und fragt euch, wo ihr alles einen Eindruck bekommen könntet. Eure Tante ist Psychotherapeutin, euer Cousin ist Berater für Landwirte und um die Ecke ist ein Maklerbüro. Warum die Sachen nicht mal ausprobieren? Punkt 2, um herauszufinden, was ihr machen wollt, lernt eure eigenen Werte genauer kennen. Nehmt euch dafür einfach mal eine halbe Stunde Zeit und beantwortet folgende Fragen. Erstens, schreibe 10 Tätigkeiten auf, die dir Spaß machen, dich begeistern oder dir Energie geben. Schreibt einfach auf, was spontan hochkommt. Das ist meistens das Ehrlichste. Drückt am besten Stopp und macht es jetzt, wenn ihr Zeit habt. Dann fragt euch, was würde ich in den nächsten 3 Jahren machen, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würden? Frage 3. Wer sind meine Vorbilder und welche Eigenschaften schätze ich an ihnen? Viertens, was möchte ich in meinem Leben für andere tun? Und die letzte Frage, was sollen meine Liebsten auf meiner Beerdigung von mir sagen? Habt ihr es gemacht? Nice! Mit den Fragen kommt ihr eher an die Substanz, was euch wirklich bewegt und könnt von da aus gucken, was ihr machen wollt. Vielleicht zeigen euch die Fragen auch nochmal genauer, welche Bereiche euch wirklich interessieren. Euch begeistert Technik, Bewegung, die Natur, Backen oder Informatik? Es bringt eine Menge, wenn ihr schon mal eingrenzen könnt, was euch grob interessiert. Dann habt ihr schon mal eine Kompassnadel, die euch zeigt, wo es hingeht. Neben euren Werten und Interessen gibt es noch eine dritte Säule, die ihr euch angucken solltet. Lernt eure Stärken kennen. Dazu haben wir ein anderes Video. Wenn ihr zum Beispiel merkt, dass ihr extrovertiert seid und euch gut auf Menschen einlassen könnt, dann macht eine Berufung Sinn, wo ihr viel mit anderen Menschen zusammenarbeitet. Okay, angenommen, ihr habt jetzt aus eurer Wertanalyse und einem Praktikum herausgefunden, dass ihr hammergerne im Wald seid und euch voll wichtig ist, die Natur zu schützen. Dann könnt ihr von da aus gucken, wie ihr das mit einem Beruf verbinden könnt. Zum Beispiel als Förster. Als nächstes unterhaltet euch mit möglichst vielen Menschen aus dem Bereich. Fragt, wie sie da gelandet sind, wo sie sind und fragt, was sie an eurer Stelle machen würden. Sprecht am besten mit Menschen, die schon das erreicht haben, was ihr erreichen wollt und dann schaut, ob ihr Prinzipien oder Handlungen übernehmen könnt. Wenn ihr unbedingt eine Firma gründen wollt, sprecht mit jemandem, der das schon erfolgreich gemacht hat. Da ist es wahrscheinlicher, dass die Tipps auch Substanz haben. Und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr jetzt eine bestimmte Ausbildung oder ein Studium macht oder sogar direkt gründet. Und ganz wichtig, wenn ihr erstmal gemerkt habt, was eure Leidenschaft ist, habt die Eier und steht dafür ein. Nur weil euer Umfeld jetzt sagt, was ist Förster denn für ein Beruf? Da verdient man ja nichts. Habt die Eier und bleibt euch trotzdem selbst treu. Steht zu eurer Vision. Förster ist auch nicht gleich Förster. Auch in solchen Nischenbereichen wie Waldbau kann man coole und innovative Startups gründen. Wenn es eure Leidenschaft ist, dann findet ihr da auch Erfüllung und verdient langfristig auch genug Geld. Ein Buchtipp dazu, lest mal Mastery von Robert Greene. Okay, wenn ihr noch nicht wisst, was ihr machen wollt, könnt ihr Folgendes tun. Macht viele Erfahrungen, zum Beispiel durch Praktika. Werdet euch dabei eurer inneren Werte bewusst. Da helfen zum Beispiel die Fragen. Dann schaut, ob ihr einen Bereich ausmachen könnt, in den ihr euch vertiefen wollt. Und findet heraus, was eure Stärken sind. Da hilft dann unser Video über Stärken. Und sprecht dann am besten mit möglichst vielen Leuten aus dem Bereich und schnuppert in Tätigkeiten rein. Dann könnt ihr euch Firmen und Unis in eurem Bereich angucken. Wenn ihr jetzt schon wisst, dass ihr mal eine Firma gründen wollt, dann geht doch mal auf startupteams.de und macht beim Mentorenprogramm mit. Servus und bis dahin!